Waldarbeiter haben ein paar gegnerische Truppen erspäht, die sich der Burg nähern. Nee, komm. Einfach mal Bevölkerung, wir können sie ja eher ernähren. Keine Veränderung in der Schatzkammer. Wir machen mal die Steuern mal kurz auf diesen Weg hier. Gemeine Steuern. Oh nein. Nein. Bindesheim. Keine gemeinen Steuern. Nicht? Oh, schade. Da hatte ich mich so gefreut. Wir sind eure Leute. Bogenschützen. Müssen wir wirklich dieses tolle Erlebnis kaputt machen? Bis ich mich gefreut habe. Die Gegner kommen so oder so hier lang. Was ist hier los? Wir können eine Tower Defense Route hier aufbauen. Besten unter den Besten. Lanzen vorwärts. Ja, das ist mein Ernst. Eure treuen Bogenschützen. Vielleicht, weil wir wirklich über 10 Truppen... Ja, weil wir über 10 Bogenschützen ausgebildet haben, kommen die jetzt unbedingt. Ich glaube, wir durften nicht über 10 haben und dann kommen die einfach mit Verzögerung oder so. Und die werden jetzt garantiert kommen. Können wir tun, was wir wollen, ne? Super. Aber ich würde zumindest eine Verteidigungslinie hier aufbauen. Eine kleine Gruppe Soldaten ist auf dem Weg zur Burg. So. Gute Frage, ob wir das irgendwie... Nee, das kriegen wir nicht verbunden, oder? Super, jetzt haben wir schon keine Treppe mehr. Okay, bauen wir. Wir sind bereit. Ich war gefasst, irgendwie zu bezweifeln, dass wir die Truppen da hochbekommen. Das sind sie noch nicht. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Aber ansonsten müssen wir nochmal komplett neu starten. Yay! Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Steinkübel. Wenn wir tatsächlich hochkommen, könnte das... Die Leute verlassen die Burg. Bogenschützen, vorbereiten! Ja, Sire? Waffenbrüder, auf die Welle! Okay, bis hierher kommen wir. Da kommen sie. Okay, geh mal. Och, du Scheiße. Keine Veränderung. Jetzt habe ich die Steuern vergessen. Nice. Ah, super. Waffen benötigt, Sire. Unsere Sehnen sind gewachst. Was passiert hier? Hey, was ist hier los? Lodi, du gehst mal auch mit auf die Mauer. Rekruten benötigt, Sire. Ich wollte gerade sagen, gucken wir jetzt bloß nicht damit, dass ihr jetzt den direkten Weg nimmt. Tun sie. Nein, weil sie auf die Bogenschützen gehen wollen, die hier schießen. Oder orientieren sie sich nach dem Lord? Der Feind zerstört unsere Gebäude. Oh Mann. Alternative. Können wir hier zumachen tatsächlich? Wahrscheinlich schon, oder? Richtig eine Burg bauen ist ja sowieso nicht drin. Das ist sehr, sehr schwer. Obwohl, wenn wir es richtig von Anfang an drauf angelegt hätten, wäre vielleicht sogar eine Burg hier drin gewesen. Ah nee, das Ding ist gelaufen. Versuchen wir noch was anderes. Einen Versuch hätte ich gerne noch. Waldarbeiter haben ein paar gegnerische Truppen erspäht, die sich der Burg nähern. Ein paar, ne? Untertreibung des Jahrhunderts. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. So, diesmal darf ich nicht vergessen, die Steuern rechtzeitig wieder zurückzustellen. Euer Zeichen, Sire? Augen auf, Männer! Ja, wir haben einfach zu viele Bogenschützen gebaut. Bogenschützen? Bereit machen! Das fällt uns jetzt ein bisschen auf den Sack.
aber okay, müssen wir mit leben. Ich schau mal, ob ich es schaffe. So. Ja, Herr. Trotz der Tatsache. Hoch. Reinhalten. Für unseren Herrn. Hauptsächlich brauchen wir ja mehr Bogenschützen. Sonst brauchen wir sie gar nicht blicken zu lassen. Ich mache mal hier zu. Zack, sind wir mal dreist. Eure Beliebtheit sinkt. Vor allem kann ich die Gegner von hier beschießen, ne? Das ist ja nochmal gemeiner und dreister. Das wäre ja schon langsam eine ultimative Waffen Gemeinheit und Dreistheit. Wir sind eure Leute. So. Eine kleine Gruppe Soldaten ist auf dem Weg zur Burg. Kommt doch das nächste Mal mit mehr Soldaten. Eure treuen Bogenschützen. Unsere Bögen werden singen. Rauf auf die Welle! Sind wir mal dreist einfach. Wir sind bereit. Bogenschützen. Können wir wenigstens zurückschießen? Herzlichen Dank. Ja, Sire. Auf den Bogenschützen? Auf die Welle. Nicht? Unsere das Sehnen ist jetzt nicht euer Ernst. Rauf auf die Welle. Muss ich mich ja echt beschießen? Ein Ziel. Euer Zeichen, Sire. Mach den dann bitte weg. Bereit machen. Danke. Komm, her mit den Steinen. Wir sind eure Leute. Ziehen los. Mach den bitte weg. Die Leute verlassen. Danke. Die Burg. Keine wieder verpasst. In der Schatzkammer, my Lord. Wird aber noch gehen. Und da kommen sie. Ja, und wie vorbereitet sind wir? So im Prinzip auf eigentlich gar die nicht. Welle. Umständen müssen wir das wirklich. Upsi, ne, die Ansicht wollte ich nicht haben. Neu starten. Aber gucken wir mal, ob wir ein bisschen was mit den Steinen noch hinkriegen. Das passt da nicht hin, my Lord. Bögen runter! Verwendet die Steine! Wie lautet die Mission? Steine, yay! Wenn die Leiterträger tot sind, dann schaffen wir das. Unsere Bögen werden singen. Wir verlieren ein wenig an Gold, mein Herr. Gut, er wird immer wieder neue ausbilden. Nächster Stein auf den Kopf, Junge. Oh. Oh. Rückzug. Gut, unsere wir haben ein bisschen Schaden angerichtet, ne? Gehen wir uns damit zufrieden und ziehen uns zurück. Hin, wo ist der Feind? Bogenschützen, vorbereiten. Ja, Sire. Unsere Sehnen Bogenschützen, beeilt euch ein bisschen. Ich habe so das Gefühl, in Bewegung, dass wir hier sterben werden. Nein. Lanzenträger, opfert euch für mich. My Lord. Opfert euch für das Opfer. Nee, das ist zu heftig. Eine kleine Gruppe Soldaten ist auf dem Weg zur Burg. Hey, haben wir länger das Vergnügen mit der Kampagne, ne? Ich durfte nicht mehr als 10 haben und ich habe am falschen Zeitpunkt gespeichert. Super, das speichere ich mal, ne? Und dann... Gut, es gibt eine andere Möglichkeit, das zu schaffen. Es gibt eine andere Möglichkeit, das zu schaffen. Komm, ich weiß es. Ihr müsst ein Vorratslager platzieren, mein Herr. Gebt uns nur ab geht ein er. Ziel. Wir machen euer sofort Zeichen, Ende Sire? Im Gelände. Bogenschützen, bereit machen. So schnell wie nur möglich. Sire. Kaufen wir das Ding hier noch. Waldarbeiter haben ein paar gegnerische Truppen erspäht, die sich der Burg nähern. Wirklich? Wir sind eure Leute. Wir bewegen uns. Eure treuen Bogenschützen. Ziehen los. Alles wird gut, Männer. Denkt an die Ausbildung. Zusammenbleiben. Waffenbrüder bereit. Tschüssi. Neue Befehle? Waffen benötigt, Sire. Unsere Bögen werden singen. Wir müssen einfach nur alle feindlichen Truppen von der Karte fegen. Das heißt, Lodi, du gehst mal vor, um ein bisschen das Feuer auf dich zu ziehen. Wir sind bereit. Bogenschützen, vorbereiten. Eine Menge Bauern können wir vielleicht auch gebrauchen. In den Kampf? Ja, Sire. Okay, da wird das Feuer gezogen. Sehr schön. Gehen in Stellung.
Ihr schießt weg. Unsere Sehnen sind ein bisschen plötzlich. Gebt uns nur ein Ziel. Euer Zeichensire. Bogenschützen, bereit machen. Wir sind eure Leute. Bogenschützen in Bewegung. Die Männer sind guter Dinge. Eure treuen Bogenschützen. Unsere... Eine kleine Gruppe Soldaten ist auf dem Weg zur Burg. Viel zu wenig Bogenschützen. Waffen benötigt, Sire. Bogenschützen unterwegs. Ja, wir werden viel zu früh geschossen. Ne, ich glaube, das Ding müssen wir tatsächlich neu starten. Ich schaffe es nicht rechtzeitig, das Ding zu säubern, so. Waffen benötigt, Sire. Na komm, ihr könnt mal vorgehen und ein bisschen Aufmerksamkeit auf euch ziehen. Hoffentlich schießen sie auch hauptsächlich auf die Bauern. Und ihr kümmert euch darum, die hier wegzumachen. Vor allem erstmal den Achsen. Nee, das Ding müssen wir tatsächlich nochmal neu. Alter, wie lange wir schon an dieser Mission sitzen, ne? Aber ich kann machen, was ich will. Ich habe an dem Punkt gespeichert, der nicht zu retten ist. Waffen benötigt, Sire. Nö, ganz ehrlich, bevor wir noch ewig lange rumprobieren, starten wir das Ding neu. Ihr müsst ein Vorratslager platzieren, mein Herr. Jetzt kommt das Vorratslager vielleicht mal so ein bisschen hier platziert rüber. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Leute kommen auf die Burg. Zack, zack. Zack. Das zack. Land ist zu uneben, um zack. Hier zu bauen, my lord. Zack. Okay, Stadt ist gesetzt. So, die Frage ist in der Tat, ist das eine Zeitbegrenzung oder ist das jetzt wegen den Bogenschützen? Es kann sein, dass es deswegen war, weil wir jetzt mal zeitweise über 10 Bogenschützen hatten. Ich meine, es hieß ja, Bogenschützen nicht über ein Dutzend, ne? Heißt das genau 10 oder nicht, nicht mal die 10 erreichen? Zwei Dutzend Bogenschützen sollten ausreichen, heißt es. Aber wir hatten doch weniger als zwei. Also, dann los! Grübel. Grübel, Grübel. Wenn ich mich rechtzeitig genug darauf vorbereite, sollte man das dann eigentlich hinbekommen. Wisst ihr was? Kack auf alles. Holzfäller. Was wollte ich? Die Steuern. Wie lange wir jetzt schon an dieser Mission sitzen, ne? Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Könnten Armbrüste bauen, das bringt uns aber wenig, weil wir keine Armbrustschützen bauen dürfen. Geil. Wenn ich mich schon gleich sehr früh auf den Angriff vorbereite und gleiche Rationen mache, wollen wir drauf anlegen? Ich meine, wenn ich jetzt direkt drauf spiele, sollte es gehen, dass wir den Angriff abwehren können. Aber auch nur, wenn wir auch wirklich hergehen. Ja, und hier vorne zubauen, ne? Wir machen erstmal so ein paar Bogenschützen. Sort hin. Das Volk liebt euch, Sire. Dann gehen wir mal von der Bevölkerung hoch, würde ich sagen. Kriegen wir mehr Steuern. Weil von der Nahrung geht das sowieso wunderbar gerade auf. Und mit anderen Problemen haben wir gerade nicht zu kämpfen. Das Volk liebt euch, Sire. Wunderbar.
Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Das ist ein gutes Stück mehr Geld als das, was wir zuvor hatten, ne? Ehre kommt auch mehr rein. Das sollte jetzt viel, viel besser laufen. Hängen wir an der dritten Mission fest, ne? Gut, ja. Zwei Dutzend. Eigentlich hatte ich keine zwei Dutzend gebaut. Bereit. Jetzt haben wir beispielsweise fünf. Gut, ich baue mal nicht mehr. Ungeduldig. Als neun. Bogenschützen, ich baue mal nur neun. In der Hoffnung, dass das hinhaut. Und ansonsten eben viele Lanzenträger. Ich weiß ja nicht, ob das von den Bogenschützen abhängt. Oder soll ich vielleicht nur Bogenschützen machen und sonst keine anderen Truppen? Vielleicht ist es wirklich auf die Gesamtzahl an Truppen gezählt, weil dann wäre es vielleicht knapp geworden zwischenzeitlich. Komm, machen wir doch mehr Bogenschützen. Produktion, dass wir im Notfall schnell hochziehen können. Guck mal an, wie schnell wir jetzt mittlerweile reinbekommen. Ich glaube, wenn wir es jetzt auf den Angriff anlegen würden, ich würde ihn überleben. Ja, wahrscheinlich. Auf die Plätze, weil Männer. So wie ich jetzt drauf losgehe, das ist nicht ohne. Um einiges zielgerichtet auf jeden Fall. Wollen wir die Schlacht machen? So, jetzt haben wir neun Stück, bei denen würde ich gerne bleiben erstmal. Uns nur ein Ziel. In Bewegung. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. So. Nahrung? Läuft. Die Bauern haben gut zu essen, Sire. Das gereicht euch wahrlich an Ehre. Sehr schön. Wie schnell wir schon die Produktion so hochgedreht haben, ne? Dabei ist noch nicht mal die Brücke repariert bisher. Ich glaube, hier holen wir uns einiges. Das Volk verehrt euch, Sire. Es sind gerade nur 12 Bauern da. Wisst ihr was? Leider kriege ich nicht mehr Farmland aufgebaut. Gut, wir hätten auch hier unten den Grundspeicher bauen können, ne? Und die ganzen Farmen dazu. So schlecht ist die Idee vielleicht gar nicht. Dann hätten wir hier mehr Platz gehabt, eine reine Burg zu bauen. Nur mit der Waffenindustrie. Kompakter. Ja, durchaus eine Idee gewesen. Aber schön, ich werde mal Waffen sparen. Halte ich für eine tolle Idee. Habt ihr schon gehört? Der Preis für Fisch ist schon wieder gestiegen. Nicht, dass ich jemals Fisch kaufe. Oder dass wir überhaupt Fisch jemals da hätten. Nee, das ist so... Nee, ist schon in Ordnung, Frau. Weib. Irgendwann stelle ich, wenn ich mal reich bin, dann stelle ich mir eine Sekretärin ein, die ein unglaublich chilliges Arbeitsleben hat. Die muss nur, wenn ich aufnehme, mal vorbeikommen. Und mir, wenn ich rufe, Weib, so bringe mir mein Bier, muss vorbeikommen, mir ein Bier bringen. Oder ein Sandwich. Und dann mit der machen wir noch neuen Lanzenträger dazu. Mal vorbeigehen. Hier, mein Herr, euer frisch gekühltes Getränk, wie ihr bestellt habt. Ich gehe nun wieder zurück. Ins Büro. In ihr Büro. Ihr Büro ist hier. Ihr Büro heißt einfach Küche. Ist nicht mal in der Küche, es heißt einfach so. Ich gehe zurück zu Küche. Einfach nur, um den ganzen SJWs einfach so eine Backpfeife zu geben. So eine. Und am besten, allerbeste wäre, weil das wirklich noch richtig tolle Arbeitsbedingungen sind. Die müssen ja nichts anderes machen, als mir einmal ein Getränk zu bringen, quasi während ich aufnehme, während ich rufe. Die müsste dann wirklich noch als Arbeitsgeber nominiert werden und irgendeinen Preis bekommen oder so. Boah, das wäre so eine richtig schöne Backpfeife einfach, ne, für diese ganzen Überkrieger der Gerechtigkeit. Finde ich super. So, bitte kaufen. Dankeschön. Waldarbeiter haben ein paar. An der Stelle speichere ich nochmal. Spät, die sich der Burg nähern. Weil das ist ein guter Stand. Spiel gespeichert. Dankeschön. Danke.
Umgekung. Ich merke, es gibt langsam Probleme mit der Nahrung. Wir haben vielleicht doch ein bisschen zu viele Bewohner. Ein Haus weg, bitte. Bisschen Truppen rekrutieren. Ihr braucht mehr Ehre, Malo. Jetzt haben wir eigentlich zu viele Truppen. Wir bewegen uns. Wir gut, ich gehe jetzt sowieso auf Konfrontationskurs. Ich habe die Truppen dafür. Lanzen vorwärts. Reihen halten. Für unseren Herrn. Euer Zeichen, Sire? Ich schau mich mit dem jetzt. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Ja, ich könnte auch von den Rationen runtergehen, aber nö, wo leben wir denn? Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. 30, ja, ganz ehrlich, Gold ist nicht das Problem. Die Vorräte, es müsste es eigentlich jetzt wieder gehen auf längere Sicht. Gering, andererseits, wir kriegen doch bestimmt auch Äpfel geliefert. Ah, wir dürfen keinen Fuhrmannsposten bauen. Sire, da ihr zum ersten Mal einen Fuhrmannsposten benutzt, lasst mich euch kurz nein. Die Bedienung erläutern. Einfach nur nein. Ganz ehrlich. Eine kleine Gruppe Soldaten ist auf dem Weg zur Burg. So. Na dann. Bogenschützen, bereit machen. Mach auf da. Ah, uns fehlt noch ein bisschen die Ehre, um wirklich auf Massenproduktion Bogenschützen zu gehen. Machen wir es doch so. Andererseits, dann bekomme ich weniger. Normale Ration. Wir können auch ein bisschen sparen erstmal, ne? Ja, nicht schon wieder. Warum? Gehen in Stellung. Das ist so gemein. Komm, da schieß kann die ich weg. Nicht hin, Sire. Bisschen doof. Eure treuen Bogenschützen. Unsere Bögen werden singen. Wir komm, sind den bereit. Noch, den kriegt er noch. Da kann ich nicht hin, Sire. Bogenschützen in Bewegung. Wir haben nicht genug Ehre, Herr. Ja, das mit der Ehre wird noch lustig. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Da sind sie ja schon auch, du Schatzkammer. Jeet. Ich glaube, das haut jetzt wieder nicht hin. Na gut, ich habe einen passenden. Na gut, das liegt aber daran, an den Pinos da hinten. Die mir die ganze Zeit meine Bogenschützen wegsnipern, das gibt's doch. Bogenschützen, vorbereiten! Rauf auf die Welle! Der eine Sniper hier, der nervt. Ich tue, was ich kann. Nee. Ja, hier haben wir uns auf den neuen geeinigt. Komm, machen wir die mal wieder weg. Keine Veränderung in das Gold ist nicht das Problem. Vielmehr die Nahrung. Das Essen hier ist richtig gut. So viel Abwechslung. Ich fühle mich richtig gesund. Glaubst du? 40 von 24. Wie werde ich die Bevölkerung los, außer. Wir sind verwirrt. Ziehen los. Außer verwirrt zu sein. Gut. Außer Truppen auszubilden halt. Komm, Lordi, mach die weg. Wir haben alle nur noch einen Lebenspunkt. Sei Verteidiger des gemeinen Volkes. Was nicht heißt, dass sie alle gemein sind. Also, ihr wisst schon. Ne? Gut. Dann verstehen wir uns ja. Oh, da passt noch eine Obstform rein. Ja, sehr schön. Vielleicht haut es sogar so hin. Den einen oder anderen Jäger noch dazu. Eine kleine Gruppe Soldaten ist auf dem Weg zur Burg. Burg. Zu den Borg.
Auf dem Weg zu den Borg. Alles klar. Den borg ich nichts mehr. Unsere Sehnen sind gewachsen. Ich könnte mehr Stein haben. So, mal gucken. Könnt ihr mich beschießen? Nein? Gut. Ich könnte auch mit meinen Wellen vorkommen und von da aus rüberschießen, ne? Idee. Das Volk verirrt. Soll ich immer so klarkommen? Erstmal. Die Vorräte unseres Kornspeichers wachsen, Sire. Sehr gut. So, ich bin verwirrt. Ich belasse es jetzt einfach mal bei den Doppelneu... Nee. Nee. Rekruten ist das eine feste Zeitbegrenzung? Rauf auf die Welle! Irgendwas läuft hier falsch. Irgendwas läuft hier gewaltig falsch. Und schief. Und falsch. Aber schief auch. Bin verwirrt. Darf ich nicht mal diese Anzahl an Truppen haben, ja? Ui, Buckle. Hast du da einen Bogenschütze, der mir auf die Klöten geht? Wir brauchen noch mehr Ehre, Sire. Haut Steine. Wir haben zu wenig Ehre. Ach du liebes bisschen. Habe ich denn etwas schon wieder ver... Nicht mehr als 2 Dutzend, ja? Alles klar, na dann ist ja gut. Wie gut, dass ich das nicht getan habe. Genau, geht wieder. Ja, oder baut noch einen Camper. Wäre ich gerade echt von den Bogenschützen weggeschossen? Euer Zeichen sagt, eine kleine Gruppe Soldaten ist auf dem ja, Weg. Ja, die Bogenschützen ballern mich weg. Die Männer sind guter Dinge. Da Alter. Kann ich nicht hin, Sire. Bogenschützen unterwegs. Bogenschützen, bereit machen. Augen auf, Männer. Alles wird gut, Männer. Ihr braucht mehr. Versuchen wir noch eine letzte Defensive. Last Stand. Sind eure Leute. Eure treuen Bogenschützen. Rekruten benötigt, Sire. Und nein, denkt Last Stand ist keine Viagra-Überdosis, eine tödliche. Unsere Bögen werden singen. Ich bin sehr verwirrt. Nee, das ist viel zu viel. Dabei waren meine Vorbereitungen jetzt eigentlich viel, viel besser. Gut, ich darf, glaube ich, nicht da vorne verteidigen. Ich darf nicht da vorne verteidigen. Zusätzliche Rationen. Wie schön. Danke. Das Volk verehrt euch, Sire. Ich muss gerade überlegen, wie ich das mache. Ihr braucht mehr Ehre, my Lord. Das größte Problem ist tatsächlich die Ehre. Sag mal, wo kommst du? Ah ja, stimmt. Da kamen ja ein paar Wikinger am Anfang. Ihr auch? Der hätte mir jetzt einfach geholfen, die Bevölkerung zu reduzieren. Das wäre gar nicht mal so schlecht gewesen. Aber andererseits, woran liegt's? Ah, Ehre. Nicht genug Ehre, Herr.